Darf ich vorstellen, das ist die Hex 400, eine Compound-Armbrust mit 210 Pfund und fast 400 Feet per Second. Und das bedeutet, dieses Teil, das hat richtig Wumms. Und wenn du wissen willst, was die kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rostmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist dieses gute Stück und du hast es gerade gehört, die macht richtig Bumm und richtig Wumms. Und es ist auch so, es ist ein Compound Armbrust. Die Sehne geht hier entlang von dieser Schiene und da rieche ich so richtig, das riecht so wie wenn Schießpulver oder irgendwie so Schweizer Kracher explodiert sind, weil da ist so viel Druck drauf. Die muss man immer wieder schön zum Beispiel mit Silikonspray oder immer wieder einwachsen, weil da ist einfach so viel Power dahinter. Es ist absolut unglaublich. Im gesamten Set, ja, du siehst jetzt hier das gesamte Set, so ist das zusammengesetzt. Eine Schutzbrille ist auch noch dabei. Du hast einen Schaft, den du verstellen kannst. Da hast du hier unten die Möglichkeit, den Griff, diesen Haltegriff, auch nach vorne zu schieben. Du kannst einen anderen montieren, das ist eine Picatinny-Schiene. Auch die Montage von dem Compound-Bogen. Ja, von einem Compound-Bogensystem ist wirklich sehr, sehr einfach. Man muss zwar ein bisschen schrauben, aber das ist alles sehr, sehr einfach. Drei passende Bolzen dazu und auch ein Zielfernrohr mit einer vierfachen Vergrößerung gemacht für Armbrüste. Das ist wichtig. Das Ding ist meiner Meinung nach wirklich gut verarbeitet für diesen Preis. Das ist natürlich alles billige Eigenwerbung. Du kriegst den Link unten in meinen Shop. Oh, und jetzt halte ich mal das Maul und jetzt wollen wir weiterschießen. Ja, diese Armbrust, diese EK Hex 400, ja, die ist natürlich eine klassische Armbrust. Das heißt, du musst sie mit einer Cocking Rope, also mit einer Spannschnur, spannen. Das ist natürlich alles im Lieferumfang hier enthalten. Das heißt, jetzt nicht vergleichbar mit einer Repetierarmbrust, wie zum Beispiel der Eder. Das ist da ein bisschen anders. Hier hinten, da ist der Bereich, wo du die Spannschnur einhängst. Ja, und dann ist schon fertig. Bei dieser Armbrust geht es natürlich nicht um Kadenz, da geht es jetzt nicht darum, schnell schießen zu können, ja, sondern es geht einfach darum, weit schießen zu können, sehr gezielt schießen zu können und einfach Wumms zu haben. Ja? Das ist ganz, ganz spannend. Die Sicherung ist hier an dieser Stelle. Schön ist, du musst den Bolzen wirklich ganz nach hinten gezogen haben, also wenn der nicht ganz in diesen Abzugsmechanismus eingeführt wird, dann kannst du nicht entsichern. Dann hier kann ich jetzt entsichern, also grün ist alles gut, rot ist Gefahr. So, und dann schießen wir mal. Der Abzug, der ist jetzt nicht so leichtgängig, dass du nur ganz kurz ankommst und es geht gleich los, das nicht. Also wie bei einem Stecher, das ist bei Jagdgewehren, wo man nur ganz kurz ankommt und dann läuft es los. Aber er ist jetzt auch nicht recht hart. Das heißt, das ist ein richtiger, schöner, angenehmer Abzug, meiner Meinung nach, ja, der das Schießen zulässt. Naja, dann schauen wir gleich noch einmal. Es ist jetzt so, dass der Rückstoß jetzt nicht so ist, dass ich sage, boah, das backt richtig her, aber du hast wirklich was in der Hand und das macht auch wirklich Spaß. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was da an Power dahinter liegt. Ja, und zwar, ich habe hier einen Eisblock. Einen richtig schönen Eisblock, schau mal her. Und ich möchte wissen, also gut, das war nicht meine Idee, sondern die Idee von meiner Frau, die hat gesagt, komm, kannst du versuchen, den zu zerschießen? Selbstverständlich machen wir das. Ich bin schon gespannt, wie das funktioniert. Und weil wir sowieso schon beim Spielen sind, mache ich dann gleich den Vergleichstest mit der Ella. Und zwar einmal mit den Steambow Broadheads und mit den Standardpfeilen im Vergleich zu dieser Hex hier. Weil die hat 210 Pfund und die hat 130 Pfund Compound, Recurve und Compound. Und da ist halt jetzt die Frage, was macht das Unterschied? Also ich gehe schwer davon aus, dass die Hex 400 diesen Eisblock zerschlagen wird. Beginne ich einmal mit der Edda und zwar einerseits mit einem, unten ist der Steambow-Pfeil, der Broadhead und oben ein Standard-Pfeil und mit dem fangen wir jetzt einmal an. Na, ich bin gespannt. Getroffen, aber abgeprallt. Machen wir gleich den zweiten hinterher. Das
Das schauen wir uns gleich an. Also, schau mal her, der Broadhead, ja, der steckt jetzt hier drinnen, der hat die Nocke weggeschossen. Da habe ich nur seitlich getroffen, schau her, da sieht man richtig den, das ist da so seitlich vorbeizogen. Ja, und leider mit dem habe ich oben drüber geschossen, ist jetzt mein Fehler, aber bist du fertig? Der hat sogar zerrissen, also schau dir mal an, was dieser Broadhead, der habe ich seitlich getroffen. Das wollten wir gleich noch einmal ausprobieren, weil ich bin mir sicher, wenn ich mit der Hex drauf schieße, dann ist er aus. Okay, ich will es jetzt noch einmal versuchen, und zwar mit dem Standard, mit dem Standardbolzen. Ich hoffe, dass ich jetzt treffe. So, wie gesagt, die EK-Adder. Ah, ja, Treffer! Yeah, cool! Das taugt mir jetzt. Ja, schau dir das an. Schau dir das an. Genau da unten getroffen. Bratsch. Diesen Teil da rausgeschlagen. Mit dem Standardbolzen. Volle Arg. Jetzt bin ich gespannt, was die Hex macht. Naja, ich lese jetzt schon die Kommentare. Reine, das ist eher ein lieber Test, aber du hast halt ganz einfach mit dem Broadhead nicht ausprobiert und deswegen ist der. Okay, dann mache ich es noch einmal. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Okay, ich nehme jetzt noch einmal zwei Broadheads, diese Steambow, für die EK-Adder, ja, und mache das jetzt noch einmal und ich bin jetzt gespannt. Ist das deppert, Alter. Also nur, dass wir mal vom selben sprechen, so schaut der Broadhead jetzt aus. Bist du fertig? Und so dick ist das Eis gewesen. Und das hat das durchschlagen, weil ich jetzt wirklich genau getroffen habe. Das war jetzt. Den zweiten habe ich dann leider daneben geschossen, weil ich schieße ja mit offener Visierung mit der Adder. Also es liegt nicht an dem Broadhead, so hast du ja auch vorher gesehen, der Standard ist auch hier eingefahren. Also das kann man so überhaupt nicht sagen, weil ich mit offener Visierung schieße, weil das reichen muss. Aber das ist super. Na gut, dann ist es halt so. Jetzt nehmen wir das nächste Ziel. So, und schauen wir, was die Hex damit macht, aber das stellen wir anders hin. Ach so, das wird zerreißen, das wird Spaß. Bei dieser Hex 400, ja, da sind ganz normale Sportpfeile mit dabei und das ist auch sinnvoll. Und die Feldspitzen, die kann man abschrauben und das mache ich jetzt. Und ich gebe jetzt was anderes rauf, und zwar von Cold Steel, diese kleinen Freunde hier. Ja, schau dir das an, da ist kein Schneid, gar nichts drauf, das ist einfach nur ein Blob. Ja? Und die Feldspitze, die stecke ich mal jetzt ein. Und dann werden wir mit dem da drauf schießen. Let's go! Unglaublich! Also, das ist schon ein Unterschied. Oh, du bist jetzt zerrissen, das ist wunderschön anzuschauen. Also, schau, der Bolzen ist sogar noch total in Ordnung. Der Broadhead ist auch noch in Ordnung. Dieser Cheap Shot von Cold Steel, das ist natürlich ein billiges Eigenwerbevideo, das ist ganz klar, den gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Der passt da gut drauf. Das ist einfach irre. Also eigentlich wollte ich ja nur ein Video über diese Hex 400 machen, die wirklich Spaß macht. Aber da ist mir halt dann die EK-Adder auch noch reingerutscht. Aber der Vergleich ist natürlich total unfair. Das hier ist für Präzision, das ist für große Distanzen, das ist mit viel Power, das hast du auch gesehen. Und die ist einfach Kadenz. Das heißt, dass man schnell und einfach rausschießen kann. Daher die zwei Systeme sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Eine Sache zu dieser Hex, das ist eine wirklich wunderbare Armbrust, muss ich wirklich sagen. Macht viel Spaß. Hochwertige Bolzen, auch wunderschön verarbeitet. Das Scope
ist in Ordnung. Also wenn du Einsteiger bist und sagst, du möchtest einmal auf, weiß ich nicht, 20, 30 Meter schießen, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wenn das wirklich auf weitere Distanzen jetzt geht, wenn du auf die 50 oder sogar auf die 100 Meter schießen willst, dann würde ich empfehlen, vielleicht auf ein besseres Scope umzusteigen. Aber für den Anfang ist das auf jeden Fall eine Top-Sache. Die Armbrust, das Compound-System, das merkt man halt schon. Das macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Und eine letzte Sache und dann, wie verspreche ich, dann bin ich fertig. Bitte achte darauf. Ja, weil ich das bei der Edda, die wir ja auch im Angebot haben, immer wieder sehe, dass die Kunden die Sehne nicht gut pflegen. Und dann wird diese Sehne mit der Zeit oder relativ rasch eigentlich im Vergleich zu einem Standardbogen, ja, mit einem Bogen, viel schneller kaputt, ist aber auch klar, weil die hier auf dieser Schiene hin und her reibt. Das heißt, bitte gib da, wachse das, silikoniere das, schau einfach, dass hier immer eine gute, also wenig Reibung ist und dass das gut eingewachst, eingesprayt ist, damit hier wenig Reibung entsteht. Das ist ganz wichtig, weil sonst musst du diesen Teil hier tauschen und das ist halt, ja, natürlich geht das. Aber es muss ja nicht unbedingt sein. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich die Sehne von dieser Hex 400 viel robuster gebaut ist als von der Edda. Und dann halt, ne, natürlich mit diesem Brawlset hier, das macht halt schon Spaß. Das war ein Heidenspaß. Ja gut, all diese Produkte, die ich da jetzt gezeigt habe, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Gebe da unten den Link dazu. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein spaßiges Teil. Und ja, ich werde den Langzeittest nehmen und dann einmal bei uns auf waldurlaub.at auf unserem Bogenparcours mal vorstellen auf das Armbrustziel, das wir dort jetzt haben. Aber das erzähle ich anders mal. Da schießen wir jetzt noch den ganzen Winter durch. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten, zur Edda, zu den Pfeilen, zu der Hex, zu diesen Broadheads, die ich da hergezeigt habe. Ja, gebe ich dir natürlich auch. Und wenn du ein besseres Scope haben willst, gibt es das natürlich auch bei uns im Shop. Schau mal vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Abo dalassen. Wenn du weitere Videos von mir sehen willst, da geht es direkt in meinen Shop. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.